Ich bin der Ludwig Bergbauer, bin 19 Jahre alt und bin im dritten Lehrjahr als Automatenfachmann bei der Firma Automaten Seitz. Mir macht der Beruf Spaß, weil ich den ganzen Tag mit bei den Kunden unterwegs bin und schriftliches Zeug auch zu tun habe. Ich bin Ramon Pechert, ich arbeite bei Zigaretten Ostermeier als Automatenfachmann. Ich bin im dritten Lehrjahr und ich habe mich für den Beruf entschieden, weil es immer besonders flexibel ist. Man ist nicht nur an einem Arbeitsplatz, sondern man macht auch was mit anderen Kollegen oder hat mit anderen Kollegen was zu tun. Ludwig muss sich mit Technik auskennen und genau rechnen können. Seine Kollegin Gertraud Pflügel zeigt ihm einen neuen Süßwarenautomaten. Da sind jetzt verschiedene Produkte, die wir jetzt hier drinnen haben. Und die müssen jetzt alle vollgefüllt werden. Die Hauptsache, sehr wichtig bei den Automaten, ist, dass sie immer sauber gehalten werden. Das ist Lebensmittel und das ist sehr, sehr wichtig. Selbst zum Putztuch greifen, überhaupt selbst anpacken, das macht den Beruf aus. Ludwig war an der Mittelschule. Die meisten Azubis haben die Haupt- oder Mittelschule besucht oder die mittlere Reife gemacht. Automatenfachleute müssen mitdenken und gut organisieren können. Bald schon soll Ludwig allein verantwortlich sein für Automaten, die direkt beim Kunden stehen. Jetzt haben wir hier für die erste Reihe unten fast fertig. Und das muss der ganze Automat von vorne bis hinten musste vollgefüllt sein, wenn du den Automat verlässt. Okay. Und dann schaust du, kommt drauf an, wie die Ware läuft. Weißt du, musst du zweimal in der Woche, musst du einmal in der Woche her. Aber das muss immer gefüllt sein. Das überlässt man dir dann. Du entscheidest eigentlich, wie oft man gehen muss. Ludwig trägt Verantwortung. Wenn der Automat nicht funktioniert, die Ware nicht ordentlich in den Ausgabeschlitz fällt oder gar zu wenig Ware vorhanden ist, dann sind die Kunden schnell sauer. Jetzt noch alles abrechnen. Also wenn der Automat dann voll ist, dann musst du das ja auch alles aufschreiben, was du da reingetan hast. Dafür ist hier ein Füllwarenblatt. Und dann schreibst du jede einzelne Reihe, die du reingetan hast, mit Stückzahl auf. Okay. Also das ist sehr wichtig, dass das immer geführt wird. Nun kommt es auf jedes Stück an. Denn am Ende muss die Abrechnung auf den Cent genau stimmen. Und dann Warenabgleich zwischen Lager, Fahrzeug und Automat. Damit die Firma weiß, was jetzt vom Auto in den Automaten geht, damit es mit der Abrechnung dann am Ende alles wieder stimmt. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Zuverlässigkeit, Organisationsgeschick, Kommunikationsfähigkeit, körperliche Fitness. Ludwig ordert Ware im Zentrallager. Gleich soll's auf Tour gehen. So, das ist das, was ich brauche. Okay, geh raus. Danke. Bei einem Kunden muss ein Kaffeeautomat überprüft und nachgefüllt werden. Mario Lehmann ist Fachkraft für Lagerlogistik bei der Firma Automaten Seitz in München. Nur gegen einen Beleg kann er Waren herausgeben. Alles wird genau verbucht. Lagerbestand und die Buchhaltung müssen immer übereinstimmen. Geschäftsführerin Andrea Seitz-Meyer schaut zu, wie Ludwig die Waren einlädt. Automatenfachleute müssen achtsam arbeiten. Das bedeutet, Anforderungsscheine ausfüllen, Waren entgegennehmen, Automaten nachfüllen und dann alle Güter den jeweiligen Automaten zuschreiben. Also ganz wichtig ist, dass sie Organisationsgeschick haben, dass sie gerne auch Dienstleistungen machen, dass sie servicebewusst sind, dass sie kommunikativ sind mit dem Kunden, auch mal reden, sprechen. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge, die man haben sollte. Und vor allem zuverlässig sein. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn der Mitarbeiter in der Früh an seinen Arbeitsplatz kommt und keinen Kaffee kriegt. Das ist was ganz was Schlimmes. Das muss, wie gesagt, alles funktionieren. Ludwig ist 19 und hat den Führerschein. Das ist wichtig. Ohne Führerschein können Automatenfachleute nicht als sogenannte Befüller tätig sein. Ludwig und Gertraud Pflügel sind bei einem Softwareunternehmen angekommen. Hier zahlt der Betrieb den Kaffee für die Mitarbeiter. Das macht die Sache einfacher. Der Automat hat keinen Geldeinwurf. Da kann also nichts hängen bleiben oder kaputt gehen.
praktisch für Ludwig. Er muss keine Münzen entnehmen und somit auch kein Geld abrechnen. Bleibt also nur die Ware. Ludwig muss strikt darauf achten, dass er nicht direkt mit den Lebensmitteln in Berührung kommt. Ja, wir müssen jetzt halt den Automaten befüllen, dass es bis zum nächsten Besuch wieder reicht. Dass der Kunde halt immer was zu trinken drin hat. Kaffee, Milch und Zucker hat er nachgefüllt. Jetzt geht's an den Service. Müllbeutel tauschen, alles säubern, Leitungen durchspülen, dann wieder alles einbauen. Hygiene ist wichtig und wird auch in der Berufsschule extra gelehrt. Am Ende noch alles dokumentieren, damit jeder nachvollziehen kann, wann der Automat gewartet wurde. Abschließen, fertig. Die Ausbildungsinhalte: Lagerwirtschaft, Abrechnung, Hygiene, Service. Die Automatenfachleute in Bayern gehen zentral in Dachau in die Berufsschule. In anderen Bundesländern besuchen die Azubis auch den Blockunterricht. In den ersten beiden Lehrjahren gehen Automatenfachleute der Fachrichtung Automatendienstleistung und die Kollegen der Fachrichtung Automatenmechatronik gemeinsam zur Schule. Erst im dritten Ausbildungsjahr spezialisieren sie sich. Die Casino-Merkur-Spielothek in Ergolding. Sabrina Ditz hat die Ausbildung schon abgeschlossen. Lena Schachtner ist erst im zweiten Lehrjahr. Gemeinsam reinigen sie den Scheineinzug eines Spielautomaten. In der Fachsprache heißt der Geldscheinprüfer Dispenser. Als erstes müssen wir da mit der Druckluft, dass alles Staub weggeht. Machst du das schon mal? Jetzt musst du den Streifen aufmachen und wie ein Geldschein dann einfach ein. Nur wenn der Geldscheinleser richtig funktioniert, können die Kunden ungestört spielen. Der Reinigungsstreifen säubert jetzt die kleinen Walzen innen drin, die vom Geld einfach dreckig werden, macht es fusselfrei, damit das Gerät weiterhin ohne Probleme Geld annimmt und Geld auszahlen kann. Okay. Ein Dispenser, ist ein Schlüssel drin, ganz wichtig, die Karte, das blinkt und hier den Hebel und dann einfach nach oben. Genau. Also dieses Teil ist der Akzeptorkopf. Das Ganze ist das Dispenser. Und ab und zu kann es passieren, dass im Akzeptor Scheine stecken bleiben. Dann kann man, wenn das Gerät ausgeschalten ist, diese zwei weißen Hebel nehmen, vortun und dann kann man diese Klappe nach oben klappen. Und dann kann man den Schein meistens auch gleich schon rausziehen. Okay. Mitarbeiter einer Spielothek müssen volljährig sein, sonst dürfen sie das Spiellokal nicht betreten. Guter Service und täglich mit Kunden umzugehen gehört hier selbstverständlich dazu. Automatenfachleute müssen freundlich sein und den Überblick über die gesamte Spielothek bewahren. Also das ist der Akkumonitor. Hier kannst du alle 60 Geräte sehen. Hier kannst du sehen, hier ist eine Sonne, hier ist keine Sonne. Okay. Das heißt, dieses Gerät ist bespielt, aktiv bespielt, da ist Geld drauf, das läuft. Und dieses Gerät ist frei. Hier kannst du auch noch sehen, dass hier ist, die Röhre ist grün, die ist gelb und die ist rot. Das heißt, da sind so gut wie gar keine Münzen mehr drinnen. Ja, ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Und das ist voll mit Münzen. Und die sind alle spielbereit, da ist nirgends ein X, also sind alle Geräte an. Spielotheken haben oft 20 Stunden am Tag und auch am Wochenende geöffnet. Das heißt, Schichtarbeit für die Mitarbeiter. Danke. Die Besonderheiten: Auch mal lange Arbeitstage, teilweise am Wochenende arbeiten, oft Führerschein notwendig, in Spielotheken Mindestalter 18 Jahre. Ramon lernt bei Zigaretten Ostermeier in Ottobrunn bei München. Alexander Hoffmann bringt ihm bei, wie man den Automaten programmiert. Viele der Geräte sind miteinander vernetzt. Das
von uns eingebucht. Und hier starten wir die Kommunikation im System. Also der Automat, der wählt sich im Endeffekt über eine Platine, auf deiner SIM-Karte sitzt, ins System ein, über GPS. Läuft genauso wie beim Handy, das kennst du ja. Mhm. Antenne ist auf dem Automaten und somit sendet er halt die Daten vom Automaten ins System. Also auch alle Probleme, die er hat? Probleme, Akkufüllstand, Füllstand von den Tuben, alles. Mhm. Jetzt muss Ramon den programmierten Automaten auffüllen. Dafür erstellt er einen Füllschein. Mit dem Beleg kann er die Ware im Lager entnehmen. Lagerleiter Carlos Gonsalves erklärt ihm das elektronische System. Also wenn du hier an der Stelle einen Fehler machst, hat das Konsequenzen auf unser Lager, auf unseren Lagerbestand und auf den Bestand auch beim Fahrer. Darum ist es sehr wichtig, dass du hier sauber und akkurat arbeitest. Okay, gut. Ramon hat einen Scanner am Arm, der ihm hilft, die richtige Ware einzupacken. Sollte Ramon einen Fehler machen, würde ihn das elektronische System unterbrechen. 23, 2, nimm 30. Im Zigarettengeschäft wird noch viel exakter kontrolliert als bei Süßwaren. Denn Zigaretten sind viel teurer. Deshalb geht der komplette Karton gleich in der Qualitätskontrolle noch über die Waage. Als der Karton durch die QS gegangen ist und an dieser Lichtschranke vorbei gefahren ist, wurde der Code hier gescannt an der Seite. Mhm. Und aufgrund dessen wurde die Ware quasi aus dem Lager ausgebucht. Okay. Und mit dem Beleg quasi an den Fahrer belastet. Jetzt kontrollieren wir die Menge noch im Karton. Mhm. Ich zähle das noch mal und dann kannst du die Ware auch gleich mitnehmen. Okay. Ja? Wir sehen hier, es sollten 167 Schachteln sein. Stimmt alles. Die Firma Zigaretten Ostermeier betreut rund 15.000 Automaten im Großraum München. Viel Arbeit. Gute Automatenfachleute werden gesucht. Ausbildungsleiter Dirk Geis will junge Leute fördern. Grundsätzlich kann man natürlich auf jeden Ausbildungsberuf aufstocken, kann sich weiterbilden. Es ist jetzt wie beim Herrn Becher die Möglichkeit, in die Elektrotechnik zu gehen oder auch ins Kaufmännische zu gehen. Bei uns hat man die Möglichkeit, in den technischen Bereich zu gehen, als Techniker Tour zu fahren oder auch auf der Montage. Da gibt es also vielfältige Möglichkeiten. Die Karrieremöglichkeiten. Servicetourbefüller. Vertriebssachbearbeiter, Techniker, Filialleiter. Ramon muss den reparierten Automaten befüllen. Immer in 5er-Schritten sortiert er die Packungen in die Schächte, damit der Befüller auf einen Blick nachzählen kann. Jetzt kann das Gerät wieder in Betrieb gehen. Ein neuer Auftrag. Ein Automat ist gerade zurückgekommen. Ramon holt sich die Daten aus dem Netzwerk und spielt den Stand der Befüllung auf ein mobiles Gerät. Am Automaten selbst muss er dann exakt abzählen, wie viele Schachteln sich in den Schächten befinden und alles ausräumen. Die Ware ist im Computer dem jeweiligen Befüller zugeordnet. Dieser haftet auch dafür. Ramon muss also beim Ausräumen akribisch alles festhalten und in einem eigenen Karton deponieren. Er lässt das Geld aus dem Automaten durch eine Zählmaschine laufen. Die Einnahmen im Automaten und die restlichen Packungen müssen zusammen dem Gesamtwert aus dem Computer entsprechen. Nur dann geht die Rechnung auf. Servus. Automatenkaufleute gehen mit fremdem Geld um und müssen deshalb sehr zuverlässig sein. Ramon bringt alles zur Kasse. Dort werden die Zigaretten und das Bargeld erneut gezählt und im Konto des Befüllers wieder gutgeschrieben. Damit wird auch Ramon entlastet. Automatenfachmann. Ein Beruf für junge Leute, die gern mit Waren und Geld umgehen, technisches Grundverständnis haben und es mögen, mit Menschen zu arbeiten. Im Wirrwarr